Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded mit dem Raki. Ich bin froh, dass ihr wieder dabei seid und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt doch den Abonnementknopf oder die Glocke und die Glocke, damit ihr auch hört, wenn es schellt. Dann seht ihr, Raki hat schon wieder eine neue Folge gemacht, der Verrückte. Okay, das könnt ihr dann sofort sehen. In dieser heutigen wunderbaren Folge, morgens um 6.41 Uhr, wo wir auch schön, warum haben wir denn Durst? Wieso blinkt das? Das ist eine Kacke, okay. Aktualisiert sich nicht richtig, ne? In dieser heutigen Folge wollen wir oben an Türmchen endlich das Finale, den finalen Schritt schaffen. Mit anderen Worten, wir wollen ein bisschen weiterbauen. Das mache ich jetzt mal mit euch zusammen, denn ich hatte ja in der letzten Folge quasi ganz lange viel gesammelt. Offscreen. Entschuldigung. Nee. Und ich wollte hier so ein bisschen alles fertig kriegen, damit es nicht immer so halb fertig bleibt. Das ist nervig so. Jetzt machen wir das noch, zack. Da fehlen jetzt noch weitere Platten. Aber wir haben ja unten noch welche. Und sonst gehen wir halt wieder sammeln und ich mache wieder eine kleine Pause und sammle alleine, damit ihr nicht immer mitsammeln müsst. Ja. So, die beiden noch und dann den Rest hier verbrutzeln wir oben noch. Super, das ist eine super Sache. Und dann wollte ich noch diese Shinobi-Bombe oder wie das Ding heißt, ausprobieren. Damit wird man ja irgendwie unsichtbar oder sowas. Das habe ich noch nie so richtig getestet. Aber das macht ja nichts. So, zack, dann ist das fertig. Okay, ja, sieht gut aus. Eigentlich auch witzig, dass man so außen hochlaufen kann. Ne? So, jetzt weiß ich gar nicht, ob hier Gras fehlt oder was hier fehlt. Da fehlt auch was. Ah ja, da fehlt das. Und hier oben fehlt, oh ja, da fehlt auch alles quasi. Ah ja, so. Flups, und da auch. Flups. So, jetzt bräuchte ich wieder Gras eigentlich. Aber die Stängel auch, deswegen hole ich die jetzt mal eben. Mal gucken. Oh nein. Ui, das war zu tief, Raki. Das war definitiv zu tief. Wirklich. Na gut. Schwein gehabt, du hast die richtige Rüstung an, ne? Genau. Man kann ja auch diesen Fallschaden total ausschalten, indem man diese Mutation bekommt. Und da kommen wir auch zum Punkt. Denn genau das müssen wir machen. Wir müssen wieder zum Bürgel, Leute. Und da noch ein paar Aufgaben holen. Beziehungsweise eine Aufgabe holen. Glühwürmchen müssen wir auch noch suchen. Habe ich aber in einer der letzten Folgen, weiß ich nicht mal genau, habe ich die gesucht und nicht gefunden. Die waren nicht da, wo sie sein sollten. Und dann haben wir es halt abgebrochen. Ich mache erst den Boden, habe ich mir überlegt. Und dann kommt die Wende. Ja, das kann man auch falsch verstehen, ne? Da kommt die Wende. So. Okay. Machen wir mal hier einfach Flips. So, jetzt ist die Frage, sollen wir jetzt erst so einen Bürgel oder sollen wir noch den Rest bauen? Aber ich glaube, wir bauen den Rest noch. Und dann mache ich wieder so eine kleine Wartestunde. Nein. Wo rennt sie denn jetzt hin? Völlig flippt im Drehwurm, ne? Mal gucken, ob ich hier. Da tut man sich nicht ganz so weh, ne? Habe ich ja schon festgestellt. Ui. So. Voll geballert. Da oben sieht man es. Ne, sieht man nicht. Da sieht man nicht, was noch alles fehlt. Ne? Aber hier unten fehlt nicht mehr so viel. Ich habe schon wirklich eine Menge geschafft. Das freut mich total. Macht mich glücklich. Das macht mich happy, wenn ich sehe, dass da nicht mehr so viel offen ist. Was hat er jetzt schon wieder? Ach, jetzt hat er schon wieder Hunger. Der Hunger. Hungrige. Ja, gleich essen wir was, Raki. Oben drauf auf dem Hochhausturm, aus dem Aussichtsturm, du kannst da mal was essen, ne? Da setze dich mal gemütlich hin, lässt die Beine runterbaumeln, ne? So machen wir das, ne? So, das hier. Oh, nein. Oh. Das war schon ein bisschen riskant. Ich glaube, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt essen wir erstmal. Also Inventar. Ich habe hier irgendwie noch so ein paar Knödel. So, das reicht erstmal. Trinken muss ich nicht. So ein bisschen Kamikaze ist der Raki heute, ne? Muss man echt auf den aufpassen. So, und ich habe einen Drehwurm, ne, von dem ganzen Hochrennen. So, soll ich jetzt hier was weitermachen? Ist eigentlich auch egal, ne? Ja, dann ist noch die Stängel drauf und dann habe ich es. Aber jetzt kann ich nur runterlaufen und wirklich nicht springen, weil das würde ich echt nicht überleben. Das wäre doof. Und dann weiß ich nicht, wo ich meinen Respawn-Punkt gesetzt hatte. Wahrscheinlich nicht hier, wie ich mich kenne.
sondern im Hochhaus und dann muss ich wieder zurück. Ich meine, jetzt brauche ich ja nur noch fahren, nicht mehr laufen wie früher. Wird ja alles schon automatisch auch ein bisschen komfortabler, muss man ja schon sagen. So, die sind auch schon wieder weg. Wahnsinn. So lange gesammelt und dann alles wieder weg. So sieht's aus. Ja. So. So. Ach, mir fehlt das Seil, ey. Wie blöd ist das wieder? Flups. Na, jetzt gehe ich mal Seil holen. Ich gucke mal, ob ich noch die Maschine anschmeißen muss für Seile. Wahrscheinlich ist das so. Ah, ne, hier sind welche. Na Gott sei Dank habe ich die gemacht. Aber wahrscheinlich reicht das auch nicht. Ich muss noch welche machen, ne? So, dann schnappe ich mir die noch und mache die. Ich habe zwar da noch welche gesehen gerade, aber ich baller die jetzt trotzdem alle rein. Kann nicht schaden. So, so viel wie geht. Immer schön laufen lassen. So. Und dann ziehen wir die Ameise wieder an, ne? Du kleine Ameise. So, Leute, das ist doch gut. Und dann probieren wir diese Shinobi-Bombe mal. Ausrichtung tauschen. Wie das genau funktioniert, habe ich auch noch nicht verstanden. Wie geht das denn, wenn ich die jetzt hier so in die reinpacke? Ui, ach so. Ach so, jetzt bin ich praktisch dann im Moment unsichtbar oder so, ne? So sieht's aus. Na gut, verstehe ich. So Leute, ich gehe nochmal ein bisschen sammeln und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, ne? Beziehungsweise, wir machen's anders. Wir gehen jetzt erstmal zum Burgel und dann auf dem Rückweg fange ich an zu sammeln und dann würde ich euch im Moment alleine lassen sozusagen. Oder dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also jetzt gehen wir erstmal zum Burgel. Wenn wir sowieso einmal hier sind. Na komm. Lauf mal schön da hoch. Laufen, nicht gehen. Laufen. Laufen, laufen. So, fein. Flups. Und schon ist das auch wieder schön. Na komm. Trotzdem ist das unterirdische Labor hier schon gruselig irgendwie, ne? In dem Eichenbaum. So, was hast du denn für uns, Burgel? Was hast du denn? Hi. Was hast du für Aufgaben? Baumwanze. Na gut, ja, 500, die nehmen wir. Baumwanzen können wir platt machen und dann gucken wir doch nochmal, was man tauschen kann. Für das, ach, ich kann auch was tauschen. Scap hier könnte ich sammeln. Eine Verbesserung des Scanner-Moduls, die es ihm ermöglicht, andere Scaps in der Nähe aufzuspüren, die nicht mit Menschen verbunden sind, okay? Na gut, trainierte Lungen würde ich aber erstmal machen. Und dann kommen die ganzen Verbesserungen. Was denn Heißsporn? Ach, Fallschaden, das war das, ne? Fressbombenrezept. Ja, machen wir jetzt erstmal hier trainierte Lungen, ne? Das machen wir. So, Baumwanze töten. Das können wir auch schaffen. So, und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen kleinen Schnitt. Und der Raki läuft jetzt nach Hause. Warte mal, das könnte ich eigentlich mitnehmen, wenn ich einmal dabei bin. Ja, ich sammle jetzt ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder, okay? Okay, also bis gleich. Lala, ups. So.
So, Freunde, da sind wir wieder zurück und ich habe eine ganze Menge gesammelt. Was ihr hier unten sehen könnt, das ist alles gesammelt und die Lager sind ziemlich voll. Jetzt können wir nach oben gehen und die Sachen aufbauen, die wir wollten. Jetzt haben wir 15.53 Uhr, jetzt wird es natürlich auch irgendwann relativ schnell dunkel. Das macht aber nichts, dann gehen wir schlafen und bauen den Rest zu Ende und das sieht dann auch bestimmt richtig gut aus. Da haben wir ja im Grunde auch drauf gewartet, beziehungsweise ich habe da drauf gewartet und ich wollte es zu Ende bringen. Das ist mir auch wichtig. So, gucken wir mal. Hier unten kann man, glaube ich, auch dran irgendwie. Ja, da ist noch so ein Stückchen. Da, jetzt habe ich es. Da, zack. Sehr schön. Das ist, die Seite ist dann auch fertig. Sieht aus wie so ein bisschen aus wie eine Scheune, ne? Von der anderen Seite noch. Da kann man, glaube ich, hier aufs Dach laufen. Finde ich auch ganz schön mit diesen Dächern irgendwie. Gefällt mir total gut. Muss ich echt sagen. So, und jetzt haben wir noch das Stück wieder, ne? Das so ein bisschen gefährlich ist, wenn man hier auf die Schnauze fallen kann. Da ist es. So, dann hätte ich das nämlich auch fertig. Oh ja, es ist die Seite auch fertig. Boah, super. Super duper, sehr gut. Und ich habe immer noch keinen Flieger. Toll. Und Hunger habe ich auch wieder. Ach, schon wieder Hunger. Aber ein bisschen was zu essen habe ich ja mit. Auf dem Weg dahin auch so, sagen wir mal, wo ich Blätter gesammelt habe oder diese Grasplatten, ne? Das sind ja keine Blätter. Da habe ich auch ein paar hier Eichenbrocken gesammelt. Leafrack. Kling. Und ein paar Nüsse. Alles Mögliche gesammelt. So, jetzt bin ich wieder relativ satt. Ich gehe nochmal eben ein. Gehe ich jetzt einräumen? Nee, ich gehe nicht einräumen. Ich gehe gleich einräumen, bevor wir schlafen gehen. Da haben wir so ein bisschen ordentlicher. Und nehmen wir noch ein bisschen was mit. Das reicht auch bestimmt für oben. Ich bin mir ziemlich sicher. Und ich mag diese Art neue, diese neue, alte, neue Art des Bauens ganz gerne. Dann habe ich zwischendurch auch nochmal Zeit, während ich nicht rede, sozusagen, habe ich auch nochmal Zeit, darüber nachzudenken, ob das so gut ist, wie ich das bauen möchte oder nicht. Und das gibt mir dann auch wieder ein bisschen mehr Handlungsfreiheit. Das gefällt mir ganz gut. Und ihr müsst nicht warten, bis wir hier fertig gesammelt haben. Das geht ja dann auch relativ schnell, ne? Wenn wir es zusammen machen, dauert das ja dann doch länger. So. Dauert halt so lange, wie es dauert. Ups. Jetzt ist beinahe wieder irgendwas zerstört in meinen eigenen Wänden, vier Wänden. So, das laufen wir wieder runter. Und da liegen noch haufenweise Grasplatten. Wie viel habe ich jetzt? 5 von 8. Ach, super. Da kann ich noch eine ganze Menge schnappen. Das reicht natürlich jetzt. Ja, ich hoffe, es reicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es auch nicht voll, wie gesagt, ich habe es nicht ausgezählt. Irgendwann kam der Punkt, wo ich dachte, ja, es reicht jetzt irgendwie. Von der Menge her sieht es so aus, als wenn es reicht. Mal schauen. So, ist immer auch gleich im oberen Bereich schon angekommen. Hier können wir gleich hier rundlaufen. Ja, ist schon viel. Viel geschafft. Und dann, ja gut, da oben ist noch eine ganze Menge. Ne? Aber der Turm, der macht sich langsam. Das ist schon sehr schön. Gefällt mir gut. So, kleine Wendeltreppe, du auch noch hier. Du bist auch hier, kleine Wendeltreppe. Genau. So. Acht Stück. Und nach oben mit mir. So, wunderbar. Zack. Zack. In der Wendeltreppe ist das irgendwie praktisch, weil man da wirklich überall super drankommt. So, was brauchen wir denn hier noch? Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Grünzeug. Nochmal Grasplatten. Dann holen wir die als... Ups, schon wieder passiert. Wenn man in die Maus kommt, ne? Dann passiert das. Boah, ich kriege echt einen Drehwurm hier. Oh, vielleicht laufe ich deswegen hier so komisch immer. Kann natürlich auch sein. So, die langen Gänge zu Ende. Da haben wir wieder ganze Menge. Ja, ich habe echt viel gesammelt. Das schon hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. So, sehr gut. Da, 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 di, da, du. Alles reinbollern, was geht. Zack. So. Und jetzt brauche ich
Stängel, ne? Jetzt nehme ich mal Stängel mit. Oder beides halt, mal gucken. Soll ich nochmal hier runterspringen? Ist das riskant? Ach, guck mal, das geht. Ist ja witzig. Das geht. Nehmen wir mal ein paar davon mit und den Rest davon. So, halbe wieder. Boah. Halbe, da. Da. So. Sehr cool. Jetzt sind wir wirklich schon bald oben. Flups. Boah, Wahnsinn. Wirklich schon bald oben. Jetzt brauche ich nur noch Stängel. Und da brauche ich auch noch ein paar Grasplatten. Aber die hole ich jetzt nicht noch extra. Das machen wir nicht. Ich hole jetzt noch die Stängel. Dann bauen wir die oben noch zu Ende. Die Stängel, die wir haben. Und dann... Upsi, dann denke ich mal, ist unser erster Turm schon fast fertig. Dann machen wir nach oben ein Dach drauf. Vielleicht machen wir noch ein Dach drauf, genau. Das muss ich auch noch überlegen, wie wir das machen. Aber ich glaube, es wird schon 19 Uhr, ne? Ist schon wieder dunkel. So, die hauen wir noch weg. Wahnsinn. So, das ist doch prima. Ah, so, Tür zu. Ah, super. Ups. Ein bisschen rumgeeiere hier. So, sagte er und eierte rum. So. Übrigens finde ich, dass der Ameisenhelm sieht so ein bisschen aus wie der von Darth Vader. Ich weiß nicht, ob er das auch so empfindet, aber sieht irgendwie lustig aus. Ah ja, die Rundung können wir bauen. Oh ja, und die können wir bauen. Super, Leute. Ja, das sieht doch cool aus. Baumwanzen müssen wir noch platt machen, Glühwürmchen bauen wir, Dierkäfer haben wir noch ein paar übrig, ja. Den Rest schaffen wir nicht heute. Hier mache ich auch Schluss, also von der Höhe erstmal. Hier reicht das erstmal, da können wir notfalls immer noch anbauen. Da brauchen wir jetzt nochmal Stängel und so. Aber das mache ich jetzt heute nicht. Ich glaube, heute mache ich einfach mal Schluss und sage mal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Hat mir wieder mega Spaß gemacht, mit euch hier zusammen zu bauen. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Flups. Und habe ich hier noch... Ach, ne, habe ich leider keine mehr, ne? Schade. Den Rest machen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Bleibt gesund, bleibt munter. Gesund und munter. Und wir sehen uns in der nächsten Folge genau an dieser Stelle wieder. Bis dann, euer Raki. Tschüss.